Oh yeah. Yo Leute, peace. Ich werde ja andauernd angeschrieben, kann ich mal ein Video mitmachen, Jetzt gibt es die ultimative Gelegenheit am Samstag, dem 1.11. in Erfurt. Wir sind auf jeden Fall fett am Filmen, Assassin's Creed und so. Zu fünft machen wir es auf jeden Fall, aber vielleicht kommen ja noch einige von euch dazu. Und zwar wird es so eine Art Flashmob oder irgend so ein Scheiß. Auf jeden Fall nicht wirklich Flashmob, schon ein bisschen strukturierter und geplanter. Das Wichtigste ist, dass es auf dem Video echt geil aussieht. Und ja, vorausgesetzt ist sowas wie ein Assassin's Creed Kostüm, sowas Geiles wie das hier. Man kann sich natürlich auch fett was improvisieren, ich zeig das mal. Ich will das mal kurz fett demonstrieren. Getroffen wird sich um 3. Ich habe da auch so eine Facebook-Gruppe Veranstaltung Penis Orgie gemacht. Da ist der Link unten in der Videobeschreibung und wer da Bock hat, kann da mal reingucken, sich da anmelden oder halt zusagen und dann weiß ich, wie viel ungefähr kommen. Also wir machen es auf jeden Fall, wenn auch nur zu fünft oder so. Aber je mehr Leute kommen, desto cooler ist es natürlich. So, ne, macht man hier herkömmliche Kapuze. Und dann nimmt man sich einfach hier so ein geiles Ding. Irgend so ein Mantel oder eine lange Jacke. Einfach nur Kapuze, Pullover, das sieht ein bisschen dünner aus, ne. Und deswegen wäre es schon gut. Also es wäre auf jeden Fall geil, wenn ihr euch da irgendwie was improvisieren könntet. Je mehr, desto besser. Beim neuen Assassin's Creed Unity ist halt dieses große Ding der Unity und so, ne? Da ist das geil. Was ist denn das? Schlecht vorbereitet. Hier alle Knöpfe noch zu. Komme ich hier nicht rein. Also 15 Uhr und zwar ist der Treffpunkt beim Anger 1, beziehungsweise daneben die Straße, keine Ahnung wie die heißt. Guckt mal in die Facebook-Gruppe Veranstaltung. Ihr könnt natürlich auch kommen, ohne wenn ihr keinen Facebook-Account habt. Ich mache alle Eckdaten nochmal hier in die Videobeschreibung. Oder ich copy und paste einfach den Text von der Gruppe. So, ich sehe jetzt ja halt aus wie der Sensenmann, so, ne? Aber geht halt auch durch zur Not. Dann hier noch irgendwie, weiß ich nicht, ein Hemd. Vielleicht noch irgendwie hier so ein Gürtel rüber. Irgendwas Improvisiertes, ja? So, wir haben ja nur 3 Assassinen-Kostüme, 2 werden dann so unterwegs sein. Aber zur Not geht das halt klar. Wenn ihr ein richtiges Assassin's Creed-Kostüm habt, dann übelst geil. Je besser das Kostüm aussieht, desto näher werdet ihr an der Kamera sein. Und wer nur so mal vorbeikommen will, um Hallo zu sagen oder sonst was, um uns die Füße zu massieren, der kommt bitte um 16 Uhr, wenn das Ganze dann gelaufen ist, weil das ist ein bisschen blöd, wenn wir dann irgendwie zu 10 oder was weiß ich, wie viele kommen, da sind und das koordinieren wollen. Und da sind dann Leute dazwischen, die nicht mitmachen können, weil die halt kein cooles Kostüm haben oder kein halbwegs cooles improvisiertes Kostüm und so weiter. Deswegen bitte dann erst später kommen, aber wir sind dann trotzdem noch da und haben euch ganz doll lieb. Oh hier, ich sehe so ein bisschen Sensenmann-mäßig aus. Ja, irgendwie eine fancy Hose noch dazu oder so. Könnte ich ja mal ein paar Assassinen-Kostüme anschauen im Internet. Irgendein Scheiß, irgendein Gürtel oder so, dann geht das schon klar. Das ist natürlich jetzt hier nicht so fresh. Aber wie gesagt, zur Not ist das auf jeden Fall übelst gängig. Wenn ihr natürlich Parkour noch dazu könnt, top, Alter. Das ist Win-Win-Situation, Parkour und Assassin's Creed-Kostüm. Jo. Also zu fünft machen wir es auf jeden Fall. Vielleicht sehen wir euch noch und vielleicht nicht. Und ansonsten haben wir euch lieb. Samstag, ach, schaut einfach in die Beschreibung. Seid ihr hier zuvor dazu gern? Samstag auf jeden Fall. Samstag in Erfurt, neben dem Angel 1 geht's los. Wird das erstmal geplant und dann wird's gemacht. Und je mehr Leute da sind, desto cooler. Aber bitte mit Kostüm. Jo! Das war's.